Mein Name ist Dennis Schanweber und ich bin Lehrtrainer und Lehrcoach am europäischen Markt. Ich habe eine Akademie in der Schweiz, das ist die Dennis Schanweber Akademie. Die habe ich seit vielen Jahren. Und dort kommen mittlerweile sehr viele Trainer und Coaches und lassen sich bei mir in der Tiefe ausbilden. Andere Menschen, die Lust haben, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, kommen auch zu mir. Ich arbeite mit Gedankentanken zusammen, mit großen DAX-Unternehmen und mittelständische Unternehmen holen mich, damit ich sie in der Tiefe begleite. Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung ist meine Spezialisierung. Und vielleicht kann ich dir eine Menge mitgeben, wenn du mit mir diese Zeit jetzt verbringst. Und ich freue mich sehr drauf, denn es wird großartig. Ich habe mir gedacht, ich rede mit dir ein bisschen über deine Freiheit. Lebst du deine Freiheit? Also kannst du wirklich aus freien Stücken alles selbst entscheiden? Bist du wirklich selbstbestimmt? Kannst du für dich sagen, wenn ich das will, dann mache ich das auch? Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, da fühle ich mich manchmal ein bisschen gefangen und mir fällt es nicht so leicht, da rauszukommen? Das Verrückte ist, manchmal glauben die Leute, sie sind in einem Gefängnis und sie drücken immer gegen ein Gitter und kommen nicht heraus. Dabei müssten sie es manchmal nur zu sich ziehen. Und dann können sie rausgehen, weil die Scharniere verwechselt ist. Weißt du, manchmal haben die Leute das Gefühl, sie sind eingesperrt, drücken irgendwo gegen, aber müssen manchmal nur zu sich kommen und auf einmal wird ihnen ganz viel klar, was alles möglich ist in diesem Leben. Wenn du schon jemand bist, der sehr erfolgreich ist und du sagst, hey, was habe ich davon, wenn ich Dennis zuhöre, dann werde ich dir sagen, dann wirst du etwas bekommen von mir, wo du wirklich, wirklich in eine Klarheit kommst, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Oder die Dinge für dich noch leichter zu dir zu ziehen, was du gerne haben möchtest. Wir werden in diesem Training die Dinge Stück für Stück durchgehen. Also das heißt, du kannst das wirklich nachvollziehen und wirst das für dich auch anwenden können. Kannst das mit deinen anderen Teilnehmern oder Freunden und Bekannten, kannst du dich auch austauschen. Also wir werden wirklich eine gute Zeit miteinander haben. Warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Gibt es den freien Willen überhaupt? Weil ich glaube, dass wir manchmal ein bisschen willenlos sind. Also wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass wir alle so manchmal ein bisschen verrückt sind. Wenn wir als Kind auf diese Welt kommen, nehmen wir diese Welt so wunderbar wahr. Und alles ist so einfach. Wenn du in diese Kinderaugen schaust, dann erinnern die dich, also mich erinnern sie auf jeden Fall daran, wie schön dieses Leben ist, wie Nähe sich anfühlt, wie leicht es sein kann zu lernen, was Spaß bedeutet, kindliche Leichtigkeit. Und stell dir mal vor, du könntest all diese Möglichkeiten wieder zu dir bekommen, dass du heißt, du kannst kindliche Leichtigkeit haben, Lernen ist für dich leicht, du hast wieder Spaß, du hast wieder Freude und kannst all diese Dinge wieder umsetzen. Darum wird es hier nämlich gehen. Bis zum zweiten Lebensjahr, sagt man, ist das sehr, sehr leicht für die Kinder. Also wenn sie nicht irgendwie traumatisch vor irgendetwas erlebt haben. Also ich spreche jetzt davon, wenn du auf diese Welt kommst und normales Umfeld hast von deiner Familie, wo du groß wirst. Aber ab dem zweiten Lebensjahr ist das so, dass dein limbisches System fertig ist. Und das limbische System ist dein Emotionalhirn. Und dort werden alle deine Emotionen in dir gespeichert. Und das erste Mal beginnt es auch ungefähr mit 2 Jahren, dass du zu dir sagst, ich bin. Ich bin genau richtig. Oder ich bin nicht genau richtig. Das heißt, es kommt ein Ich-Bewusstsein. Und in dem Moment, wo dieses Ich-Bewusstsein kommt, passiert Folgendes, dass eigentlich das, was so wunderbar, einfach, schön und leicht war, ein bisschen schwieriger wird. Warum? Wir kommen ja in ein Umfeld, werden wir ja groß. Und wenn dieses Umfeld hat natürlich einen bestimmten Einfluss. Und in diesem Umfeld sind unsere Eltern drin, da ist nachher unser Kindergarten drin, da sind nachher Lehrer drin. Und dann beginnt man irgendwie in diesem Umfeld Dinge wahrzunehmen und abzugleichen. Denn das Verrückte ist ja, in dem Moment, wo dein Ich-Bewusstsein da ist, wird ja auch was anderes geboren. Nämlich Bewusstsein für Polarität. Gut und böse, männlich, weiblich, oben, unten, Plus und Minus, diese Dinge sind ja da. Das heißt, wir leben in einer Vergleichswelt. Und manchmal braucht der Mensch das so, dass er einen Vergleich braucht, um zu wissen, wo er steht. Wenn wir die Vergleiche nicht mehr brauchen und wir sind einfach nur und sind genau richtig, dann gibt es eigentlich nichts zu tun. Also wenn du an diesem Punkt jetzt bist, dass
ich bin genau richtig, für mich gibt es gar nichts zu tun, ich kann in diesem Leben wunderbar alles leben und es ist wunderbar und schön, brauchst du eigentlich gar nicht weiter gucken. Oder du sagst, ha, vielleicht ist das ein oder andere doch dabei, was dich noch besser macht. Ich beobachte immer wieder, wenn ich mit Leuten arbeite in den letzten 10 Jahren, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich die Menschen nicht richtig erreiche. Kennst du das auch, dass du mit jemandem sprichst und dann hast du das Gefühl, du erreichst den Menschen gar nicht, du redest mit dem Menschen gar nicht, sondern du redest irgendwie mit einem Schmerzkörper oder du redest mit einer Erfahrung, die jemand gemacht hat, die er nicht loslässt. Oder du redest mit jemandem, der so ein Überwollen hat, der unbedingt immer etwas tun muss und gar nicht zur Ruhe kommt. Manchmal rede ich auch mit irgendwelchen Leuten, wo ich denke, warum kommen die nicht aus dem Arsch? Was ist da los? Die gucken sich so zu. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele, die erreiche ich, bin im Kontakt, da habe ich das Gefühl, ich sehe dich, ich spüre dich, ich nehme dich wahr. Und da kommt ein Riesenaustausch. Und wenn du aber mit Menschen in Kontakt kommst und die nicht erreichst und nicht in Austausch kommst, dann kommst du ja immer nur in Kontakt mit diesen anderen Dingen, die jemand da drum gebaut hat. Und wenn du dich das triggert, ja, dann triggert das eigentlich all irgendwie deine eigenen Themen. Warum erzähle ich dir das? Ich glaube, da beginnt der freie Wille. Wie gesagt, bis zum zweiten Lebensjahr ist das so, dass das Ich-Bewusstsein noch nicht da ist. Ab dem zweiten Lebensjahr kommt das Ich-Bewusstsein, das limbische System fertig. Alles, was du mal erfahren hast im Außen, wird irgendwie in dir abgespeichert. Und dann weißt du, was gut ist, was nicht gut ist, was du magst, was du nicht magst. Aber das, was meistens in dem Alter nicht beigebracht wird, ist das, was ich mag und das, was ich nicht mag, wirklich etwas, was ich mag oder nicht mag. Ist das wirklich etwas von mir oder ist das mir draufgesetzt worden? Und ich glaube, das Wichtigste, also für mich jetzt mit 49 Jahren ist, und das bedeutet für mich Freiheit, nicht mehr mich beeinflussen zu lassen von anderen Menschen, was andere Menschen wollen und meinen, wie Leben geht, sondern dass ich mich fühle, in meinen Kontakt gehe, mich wahrnehme, was ich mag. Und wo ich hin will und aus mir heraus frei entscheide. Und das konnte ich nicht immer. Es gab Zeiten, da war ich in Systemen gefangen. Das ging in der Schule los, das war in der Jugend, das war auch im Erwachsenenalter. Jetzt im Alter ist es das passiert, dass ich mich aus Systemen befreit habe und dass ich meine Freiheit gefunden habe. Ich möchte mit dir Stück für Stück, wie der Hamburger sagt, Happen für Happen, möchte ich dir ein bisschen durchgehen. Wenn du im zweiten Lebensjahr bist und dieses limbische System fertig ist, dein Emotionalhirn fertig ist, macht dein Gehirn Folgendes. Ich mal das mal so auf. Es gab viele Situationen in deinem Leben, man nennt das auch Erfahrungen, die du gemacht hast. Und jegliche Erfahrungen, die du im Außen gemacht hast, die wirst du auf eine ganz bestimmte Art und Weise für dich bewerten. Und diese Bewertung ist gut oder nicht so gut. Und eine Bewertung in einer Situation, die du mal gemacht hast, die löst in dir ein Gefühl aus. Und dieses Gefühl ist natürlich gut oder nicht so gut. Dieses Gefühl, was etwas in dir auslöst durch diese Bewertung in einer Situation, macht einen Zustand. Und dieser Zustand wird dein Verhalten bestimmen. Und dein Verhalten, das, was du dann tust, macht dann ein Ergebnis. Und dann kannst du irgendwann sagen, wenn der Sargdeckel mal zugeht, mein Leben, das war nicht so gut oder das war super. Aber Fakt ist eins, das ganze Leben, das, was wir durchgehen, das begleitet uns durch bestimmte Situationen, die wir mal erlebt haben, die bewertet haben, die in uns ein Gefühl gemacht haben, wo wir einen Zustand hatten, wo ein Verhalten bestimmt wurde, was ein Ergebnis macht. Und wenn du mal so nachspürst, wo du heute stehst, in deinem Unternehmen oder als Angestellter, als Führungskraft, als Familienvater, Familienmutter, als Single, wo auch immer, wo du gerade stehst, wie geht es dir heute?
Wie geht es dir in diesem Moment? Hast du viele Erfahrungen gemacht, wo du sagst, hey, da waren Bewertungen drin, die mir ein gutes Gefühl machen? Oder hast du mehr Erfahrungen gemacht, wo du Bewertungen gemacht hast, die dir kein gutes Gefühl machen? Und hat das heute noch Einfluss auf dich? Oder hat das keinen Einfluss auf dich? Warum stelle ich diese Frage? Weil es geht um deine Freiheit. Weil, wenn du Erfahrungen gemacht hast in deiner Vergangenheit, die du nicht verarbeitet hast, also wenn du Erfahrungen gemacht hast in deiner Vergangenheit, die du noch nicht gelöst hast, dann passiert Folgendes, dann wirst du zu dieser Erfahrung. Und jetzt ist die Frage, wenn du aus dieser Erfahrung etwas gelernt hast, was dein Leben bereichert hat, brauchst du nicht hingucken, dann ist alles gut. Wenn du aber Erfahrungen gemacht hast, die dein Leben heute nicht bereichert, dann wäre es gut und wichtig, dorthin zu schauen. Warum? Jede Erfahrung, die du bewertet hast, aktiviert in dir ein Glauben. Und dieser Glaube wird ausgedrückt über einen Satz. Deswegen nennt man das Glaubenssatz. Und du hast es bestimmt schon mal gehört, Glaubenssätze. Ne? Ich bin ein guter Vater, ist ein positiver Glaubenssatz. Ich kann alles erreichen, ist ein positiver Glaubenssatz. Alles ist möglich, ist ein Glaubenssatz. Es ist nicht alles möglich. Kein positiver Glaubenssatz. Ich bin kein guter Familienvater. Kein guter Glaubenssatz. Man kann nicht alles lösen. Kein guter Glaubenssatz. Also ein Glaubenssatz beeinflusst immer deine Fähigkeiten und beeinflusst immer dein Verhalten. Und dein Glaubenssatz, also das, wie du über diese Welt denkst, was deine Fähigkeiten beeinflusst, beeinflusst dein Verhalten, und zwar in der Umgebung, wo du bist. Andersrum auch, du kannst dir eine Umgebung schaffen, wo Menschen dich beeinflussen, die dann dein Verhalten beeinflussen oder die dir Fähigkeiten nehmen. Deswegen ist es gut und macht Sinn, mal über seine Glaubenssätze nachzudenken. Und nicht nur über seine Glaubenssätze, sondern auch über deine eigenen Werte. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Oder was ist dir nicht wichtig in deinem Leben? Weil all diese Sachen, dein Feld, beeinflusst dein Verhalten. Und das beeinflusst natürlich auch deine Fähigkeiten. Wenn viele Menschen zu dir sagen, du bist nicht fähig, du kannst das nicht erreichen, das ist für dich nicht möglich, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du es glaubst, nicht dein Verhalten so aufbauen können, dass du fähig bist. Wenn du über die Welt schlecht denkst oder viele Menschen über die Welt schlecht denken und das ist nicht möglich und dies ist nicht möglich und das ist auch nicht möglich, dann wird das wahrscheinlich auch nicht einen in die Fülle bringen. Noch schlimmer ist, wenn man all das Ganze nimmt, denn darüber gibt es die Identität, wer du bist. Und wenn du auf einmal nicht an deine Fähigkeiten glaubst, wenn du nicht glaubst, dass du Dinge verändern kannst und wenn du kein gutes Umfeld hast, dann geht das auf dein Sein. Und wenn das auf dein Sein geht, ja, dann wird es schwierig. Aber genauso andersrum. Hast du ein gutes Umfeld mit Leuten, die dich unterstützen, die dir sagen, du kannst das erreichen, für dich ist das möglich, alles ist möglich. Ein Problem ist nur ein Problem, wenn du, ja, keinen Zugang zu deinen Ressourcen hast, aber finde einfach nur die Ressourcen und wirst alles lösen können. Und überprüfe deine Überzeugung über diese Welt. Aber Leben lohnt sich. Leben ist schön. Es geht wirklich alles. Umso mehr Feld du hast, umso mehr Leute du hast, denke mal dran, die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst, sagt man, die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst, sagt man, die spiegeln ungefähr dein Verhalten, deine Fähigkeiten und dein Sein wieder. Man sagt, die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst, ist ungefähr das, der du bist. Spannend? So, das heißt also, wenn du ein Feld aufbaust mit wirklich guten Leuten, wenn die auch einen positiven Einfluss auf deine Identität haben, wer du bist. Übrigens, das sind die Ebenen von Robert Dills, falls dich das interessiert.
Robert Dills hat die zweite Generation des NLP was weiterentwickelt und hat die Glaubenssatzarbeit entwickelt, weil der sagt immer, wenn wir kein bestimmtes Verhalten haben, musst du immer eine Stufe höher gehen, dann musst du an den Fähigkeiten arbeiten. Das heißt, wenn du die Fähigkeiten hast, dann hast du auch das Verhalten in der Umgebung, wo du bist. Wenn du nicht an die Fähigkeiten glaubst, dann musst du an deinen Glaubenssatz, an deine Überzeugung arbeiten. Ja? Also ich kann dir mal ein Beispiel bringen, wenn jemand zu mir sagt, zum Beispiel, ich kann auf Menschen nicht zugehen, ja, dann fehlt ihnen eine Fähigkeit. Und die Fähigkeit, auf jemanden zuzugehen, ist vielleicht Mut zu haben. Ja? Oder jemand kann Dinge nicht offen ansprechen, dann fehlt vielleicht jemand die Fähigkeit, auch wieder Mut zu haben, ehrlich zu sein. Das ist ja ein Gefühl. Fähigkeiten sind meistens auch Gefühle in dir. Ja, wenn du zum Beispiel nicht das Verhalten hast, dich entspannen zu können, dann kannst du vielleicht Dinge nicht loslassen, ja, und hast vielleicht Ängste in dir, wo du nicht gelernt hast, ohne diese zu leben. Und brauchst vielleicht die Fähigkeit Vertrauen. Weil wenn du vertrauen kannst, kannst du vielleicht auf einmal dich anders verhalten. Wenn du eine Motivation hast, kannst du dich anders verhalten. Ja, wenn einer nicht motiviert ist, etwas Großes im Leben zu erreichen und Vollgas zu geben, fehlt ihm vielleicht manchmal die Motivation. Wenn die Motivation nicht da ist, dann kannst du an Verhalten arbeiten, wie du willst. Wenn das Gefühl nicht da ist, wird hier nichts passieren. Macht das Sinn? Wenn du nicht an die Welt glaubst, ja, wenn dir nichts wichtig ist in diesem Leben, dann wird hier unten nichts passieren. Wenn du an dich selber glaubst, wenn du sagst, alles ist möglich, alles geht, ja, es ist alles wirklich möglich, wirst du immer die Ressourcen bekommen, deine Fähigkeiten so stark zu machen, um dich zu verhalten, wo du bist. Ich gehe da ein bisschen viel drauf ein, weil ich möchte gerne, dass du das mitnimmst und für dich verstehst. Wenn es etwas gibt, wo du selber sagst, ich kriege das nicht verändert. Ich hatte mal jemanden, der konnte keine Entscheidung treffen. Ja? Also Entscheidung treffen war ja ein Verhalten, eine Entscheidung treffen. Aber der konnte ihn nicht treffen, weil er dahinter eine Angst hatte. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet und habe gedacht, wo kommt denn das her? Und dann habe ich ihn gefragt, und das Spannende war, er hat in einem Unternehmen gearbeitet, im Vertrieb, als Führungskraft auch noch. Aber der Chef hatte mich angerufen und gesagt, wir müssen uns unbedingt mal treffen, bitte arbeite mit denen, weil der kann keine Entscheidung treffen. Und das Verrückte ist, der kann verkaufen, der kann mit Menschen leben, der kann auch motivieren, der kann auch Spaß haben, aber wenn es um Entscheidung geht, die kann er nicht treffen. Dann bin ich dort angekommen, habe mit ihm gearbeitet und heute gibt es Möglichkeiten, wie du in Kontakt gehst und herausfindest, woran das liegt. Und ich habe mit ihm gearbeitet und er war 30 Jahre alt. Und ich habe gesagt, dass du keine Entscheidung treffen kannst. Wo spürst denn du das? Und er sagte, ja, da habe ich einen Druck hier. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du diesen Druck spürst, ja, das kannst du vielleicht mal mitmachen. Wenn du irgendein Thema hast, wo du sagst, das kann ich nicht. Und ich sage, das, was du nicht kannst, wo spürst denn du das? Wo kommt denn das her? Und dann habe ich gesagt, okay, schließ mal die Augen. Und nimm mal dieses Gefühl mit. Stell dir vor, dieses Gefühl nimmt dich an die Hand. Und du wirst jünger und jünger und gehst auf eine Zeitreise, du gehst zurück. Und auf einmal kommt dieser Tag, wo du gelernt hast, dich so zu verhalten. Und er öffnet die Augen und sagt, ich weiß es. Ich sage, na? Er sagt, ich war 21 Jahre alt. Ich sage, 21. Ich sage, was ist denn da passiert? Er sagte, da habe ich mich von meiner Freundin getrennt. Ich sage, ja, und weiter? Ja, Dennis, das war die dümmste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Ich sage, warum? Ja, sagt er, ich habe mich von ihr getrennt, weil ich gedacht, das geht nicht mehr. Dann habe ich drei Monate Halligalli gemacht mit anderen Frauen. Dann habe ich festgestellt, das ist es nicht. Und dann wusste ich, wie doll ich doch meine Ex-Freundin liebe. Und bin zu ihr zurückgegangen und habe gesagt, nimm mich zurück, bitte lieb mich doch. Und sie hat gesagt, nein. Und vielleicht weißt du, wenn eine Frau sich entscheidet, dann entscheidet sie sich. Und da sie sich entschieden hat und er mit dieser Entscheidung nicht leben konnte, hat er eine A- und B-Verknüpfung gemacht. Glaubenssätze sind meistens, ich schreibe das mal hier hin, A- und B-Verknüpfungen. Also wenn eine Tatsache passiert und jetzt löst es ein Gefühl aus, von gut oder schlecht, dann glaubst du, dass das die Wahrheit ist.
Und da sie ihm gesagt hat, ich will dich nicht zurückhaben, ist er in einen Liebeskummer gekommen. Und die meisten Leute wissen von euch, wenn man Liebeskummer hat, ist das ein riesen Stressfaktor. Ja? Und er hat so starken Liebeskummer gehabt, dass er irgendwann für sich gesagt hat, das mache ich nie wieder. Jetzt passierte Folgendes, ein Jahr später hat er eine Frau kennengelernt, ist mit der wieder zusammengekommen. Und jetzt passierte aber Folgendes, dass dieses Gefühl in ihm, wenn ich eine Entscheidung treffe, tut es weh, dieses Gefühl eine eigene Identität bekommen hat. Es hat sich nämlich gesagt, du hast mich erschaffen, jetzt gehe ich doch hier nicht weg. Und hat sich einen anderen Platz gesucht, und zwar die Arbeit. Weil er ja eine Beziehung hatte und mit der Beziehung lief alles gut, aber dieses Gefühl nicht verarbeitet war, Entscheidung treffen kann leicht sein, sondern er hat ja gelernt, Entscheidung treffen tut weh, ist dieses Gefühl immer wieder aufgepoppt. Und das musst du dir vorstellen. Wenn du etwas in deinem Leben nicht verarbeitest, lass kurz mal aufschreiben, wenn du in deinem Leben etwas nicht verarbeitest, stell dir mal vor, das ist deine Range von dem, wo du lebst. Ja? Und das ist so, dass wenn wir Stressfaktor haben, wenn wir leben am Tag, wir machen mal dieses, machen mal das, so sieht das mal aus, ja? unser Tag. Ja? Und wenn wir abends schlafen gehen, dann müssen wir den Tag verarbeiten. Und da gibt es so REM-Phasen, Rapid Eye Movement heißt das. Und diese REM-Phasen helfen, diesen Tag zu verarbeiten. Situationen und Emotionen, die sich verkoppelt haben, werden gelöst. Situationen und Emotionen werden gelöst und getrennt weggepackt. Und dann bist du ausgeschlafen, stehst aus und bist frei. Wenn du aber etwas nicht verkraftet hast, mal angenommen, du hast einen schweren Autounfall gehabt, jemand hat sich getrennt von dir oder hast noch schlimmere Sachen erlebt, dann kann es passieren, dass an diesem Tag du einen Ausschlag hast. Und dieser Ausschlag, ja, das ist eine Überspannung, also das nennt man Arousal und der Arousal schlägt aus, dieser Grundtonus schlägt aus. Und wenn der sehr, sehr stark ist, dass das wirklich negativ für dich war in deinem Leben, dann kann das passieren, dass du in der Nacht das nicht verarbeiten kannst. Und wenn du es in der Nacht nicht verarbeiten kannst, kann die Situation und Emotion nicht getrennt werden, wird aber in deinem Emotionalhirn, im Hippocampus, wird das dort abgelegt und abgespeichert. Jetzt musst du dir natürlich vorstellen, dieser junge Mann ist älter geworden und immer wenn Situationen kamen bei der Arbeit, wo er Entscheidungen treffen sollte, und jetzt hat er das ja nicht verarbeitet, hat das ja nicht gelöst, kam diese alte Emotion aus der Schublade raus, in sein System rein und hat gesagt, mach das ja nicht, weil das tut weh. Und in dem Moment hat er überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, die Fähigkeit abzurufen, sich so zu verhalten in seiner Umgebung, wo er ist, anders sich zu verhalten. Macht das Sinn? Das heißt, in dem Moment, wenn du im limbischen System Dinge abgespeichert hast von Erfahrungen, die dir wehtaten, die du nicht gelöst hast, kommen die wie emotionale Schubladen zu dir zurück und leben dich. Und jetzt wird es spannend. Du hast einen Körper gekriegt, du hast einen Geist gekriegt und du hast eine Seele gekriegt. Dein Geist hilft dir, um dich in dieser Welt, ja, sag ich mal, zurechtzufinden, Strategien zu entwickeln, nach vorne zu kommen. Dein Geist hilft dir aber auch, logische Zusammenhänge zu verstehen. Dein Körper ist dir gegeben worden, damit du wahrnehmen kannst, fühlen kannst, Empfindungen wahrnehmen kannst, wie es dir so geht. Die Seele, ich sag mal, das ist so dein Herz, das ist so die Liebe, in der du Platz nimmst, wo du eigentlich wirklich bist. So, und wenn Körper, Geist und Seele nicht mehr zusammenspielt, ja, dann gibt es eine Disharmonie und dann kannst du dich nicht mehr leben. Das heißt also, immer dann, ich hatte ja vorhin erzählt, kleine Kinder kommen auf diese Welt, sind ganz rein voller Liebe. Und wenn diese Kinder jetzt irgendwie Dinge erfahren, wo sie sagen, hier bin ich nicht gut genug, in der Schule das kann ich nicht, beim Sport bin ich auch nicht gut genug, ja, die Freundin hat mich verlassen, bei der Arbeit gibt es Stress, dann gibt es Punkte in deinem Herz rein.
Es macht sowieso Löcher rein. Aber diese Löcher, ja, dann ist das so, die möchte es ja nicht wahrnehmen. Ja? Und da gibt es ja viele Dinge zu heilen, wie bei dem jungen Mann. Er muss ja einfach nur lernen, das, was er nicht verarbeiten konnte, zu verarbeiten. Ich habe übrigens mit ihm gearbeitet und habe ihm Bewusstsein gegeben dafür, dass das, was er erlebt hat, nicht wahr ist, dass es ein Gedankenkonstrukt ist. Aber das Gefühl musste bearbeitet werden. Das geht heute übrigens sehr, sehr gut, wenn du zu Coaches gehst, die bilateral arbeiten. Das heißt, wir haben zwei Gehirnhälften. Bilateral heißt, dass beide Gehirnhälften miteinander zusammenarbeiten müssen. Und da musst du einfach nur eine künstliche REM-Phase entwickeln. Das, was du abends nicht verarbeiten konntest, wird dann verarbeitet und geht aus dem System raus, weil Situation und Emotion gelöst und getrennt wird. Und dann bist du frei. Dann hast du Freiheit. Solange es nicht machst, wirst du bestimmt. Und so haben wir im Leben vielleicht bestimmte Erfahrungen gemacht, die dunkle Flecken gemacht haben. Und wenn wir nicht hinschauen wollen, dann bauen wir über diese Flecken, damit wir nicht hinschauen, bauen wir ein Gerüst drüber. Und wenn Menschen ein Gerüst bauen, ja, dann kommen sie irgendwie nicht mehr richtig an ihr Herz ran. Ja. Und das, was ich gerne möchte, ich möchte die Menschen dabei helfen, denen das passiert ist, dass sie ohne diesem Gerüst leben können. Gerüste erkennst du immer, wenn die Leute mit dir reden und dir immer ganz viele Weil für ihr Leben geben. Mein Leben ist so, weil, das ist so, weil. Also wenn ich manchmal Leute höre, die eine Beziehung haben und ich sage, und ist gut, naja, es ist halt nicht mehr rosa-rot wie früher, ne? Aber wenn man so lange zusammen ist, dann ist das ja, weil. Ja, wenn ich sage, hey, machst du den besten Beruf, den du so leben magst? Ist das so das Beste, was du dir ausgesucht hast? Du, man kann sich nicht alles aussuchen. Heute muss man nehmen, was man kriegen kann. Ist ja ein Glaubenssatz, ne? Man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Wenn man denkt, man muss ja nehmen, was man kriegen kann, kann man nicht andere Dinge kriegen, weil man andere Dinge ja auch nicht sehen kann. Ja? Wenn ich manchmal Leute sehe, die sich um ihren Körper nicht kümmern, die dann sagen, naja, ich habe die Zeit nicht, weil ich muss ja viel arbeiten, dann sind das einfach nur Begründungen für doof. Also sind ja einfach nur Begründungen von Ausreden, warum man nicht etwas anders macht. Und bei Gerüsten ist das so, dass halt viele Leute ohne diesen Gerüst einfach nicht gerne leben, weil sie Angst haben, verletzt zu werden. Und wenn du manchmal mit Leuten in Kontakt gehst und du merkst, dass sie Angst haben, verletzt zu werden, dann haben sie Ausreden oder sie rennen weg oder greifen dich sogar an. Und jetzt kommt das limbische System ist mit deinem Reptilienhirn verbunden. Das heißt, das, was ganz früh uns mal gegeben wurde. Und das Reptilienhirn kann nur drei Dinge: Angriff, Flucht oder Starre. Ja, und wenn etwas im Außen, wenn man irgendwie etwas kommt, wo du sagst, Gefahr kommt, dann schaltet die Logik ab. Limbische System geht an. Die Schublade kommt raus. Die Situation, die du nicht verarbeitet hast, übernimmt dich. Reptilienhirn springt an und sagt nur noch Angriff, Flucht oder Starre. Spannend? Und in dem Moment hast du keinen freien Willen mehr. Dann reagierst du nur noch, wie du mal etwas nicht verarbeitet hast. Und deswegen, freier Wille geht nur dann, wenn du deine Gerüste auflöst, wenn du zu dir kommst, die Dinge wieder annimmst und dein Leben aus dem Grundtonus lebst. Und wie geht das? Das geht, wenn du anfängst, ein Bewusstsein zu bekommen, welche Glaubenssätze in deinem Leben dich beeinflussen. Wenn du weißt, dass du bestimmte Fähigkeiten nicht hast, wie Offenheit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, wenn du Fähigkeiten nicht hast von Bedingungslosigkeit oder Nächstenliebe oder Vergebung oder wenn du Fähigkeiten nicht hast von ich traue mich nicht. Leicht sein, Spaß haben, fallen lassen, Hingabe, dann wirst du natürlich immer dich anders verhalten müssen in der Umgebung, wo du bist. Und wenn du dich wirklich nicht leben kannst in diesen Dingen, ja, dann lebst du halt erbaute und erschaffte Sachen. Und das wäre natürlich schade drum, weil ich glaube, es kann so einfach sein, das Leben. Aber ich habe immer gelernt, vom Bewusstwerden ins Bewusstsein zu kommen, macht schon etwas mit einem. Und wenn du dir bewusst wirst, was du nicht kannst und was du nicht leben kannst, und sagst, das nehme ich nicht mehr an, das
akzeptiere ich nicht mehr. Daran arbeite ich. Das will ich verändern. Dann beginnt schon Veränderung, ja, weil du ein Wollen drin hast. Und wenn du dann auf einmal merkst, aha, es gibt Situationen, die du nicht verarbeitet hast, dann holst du dir Hilfe. Oder wenn es irgendwie merkst, dass dein Umfeld nicht gut ist, ja, dann musst du halt ein paar Gespräche führen, ja, was du noch mitmachst, was du nicht mehr mitmachst. Oder du baust dir einfach ein neues Umfeld auf, eine neue Umgebung auf, mit den Menschen, die dich groß machen. Und Verhalten kann man üben, ja. Das ist wie Konditionieren, wie Training gehen, immer wieder machen, immer wieder machen. Da helfen Regeln und Rituale, ja. Abends und morgens dankbar zu sein, sich große Bilder zu machen, was du in deinem Leben willst, wo die Reise hingehen soll. Fähigkeiten, ja, Fähigkeiten kann man erlernen, ja. Und Fähigkeiten kann man dich unterstützen. Da kannst du Trainer suchen, Coaches suchen, du kannst lesen, du kannst dich mit vielen Dingen beschäftigen. Wenn du Glaubenssätze über die Welt hast, dann prüfe sie mal, ob sie dir gut tun. Aber glaube mir auch eins, du bist genau richtig und wir sind vielleicht nicht alle gleich, aber wir sind alle gleichwertig. Und du hast es verdient, in deine Kraft, in deine Größe zu kommen. Und das passiert, wenn du andere auch in deine Kraft holst. Denn über die Identität gibt es eine Zugehörigkeit. Und bei der Zugehörigkeit ist es so, dass wir alle irgendwie auch zu etwas gehören wollen. Und wenn wir das Leben nicht mehr annehmen oder bestimmte Dinge nicht annehmen und uns überall rausnehmen, dann ist das so, als ob ein Teil fehlt. Ja? Und deswegen kann ich dir wirklich empfehlen, schau dir dein Glaubenssystem an. Ja? Und wenn du das herausfindest, dann schau dir an, wie stark ist dieses Glaubenssystem gehalten durch Gefühle. Weil es ist ein Unterschied, ob du von etwas überzeugt bist oder es nur glaubst oder ob du fanatisch bist. Fanatismus ist schwer heilbar. Überzeugung, das kann man prüfen. Etwas nur zu glauben, darüber kann man reden. Ja, aber ich glaube, Leben ist sehr, sehr viel, viel, viel einfacher. Weißt du, was meine Philosophie ist? Das ist ja nur etwas, was ich dir mitgebe, um Bewusstsein zu bekommen. Also nochmal zur Wiederholung und dann sage ich dir, wie ich meine Dinge im Leben mache. Der Körper ist dir gegeben worden, um Dinge zu empfinden und wahrzunehmen. Dein Geist ist dir gegeben worden, damit du logische Dinge und Zusammenhänge verstehst und dass du ein Mindset aufbauen kannst. Und dein Herz ist dir gegeben worden als Kompass, damit du in diesem Leben diese Dinge tust, die dir gut tun. Und wenn du aus deinem Herzen heraus die Dinge lebst, die dir gut tun, wird Leben einfach. Das Problem, sage ich, ist halt nur für den meisten Menschen, wenn sie ihre Dinge, die sie nicht gelöst haben, nicht lösen, weil dann leben die in einem. Deswegen ist zum Beispiel, es gibt einen Aspekt der Liebe, das heißt Vergebung, ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du nicht vergeben kannst, also dir oder jemand anderen, dann lebt diese Energie in dir drin. Und Vergebung heißt nichts anderes, ich nehme diese Energie und gebe sie zurück. Und dementsprechend bist du frei. Und das, was ich mache in meinem Leben, ist ein ganz einfacher Weg. Und zwar, kennst du das Tao? Oder Dao auch ausgesprochen, der Weg. Ich möchte ein Bild mitgeben. Mal angenommen, das ist die Quelle. Und die Quelle ist etwas, das ist das Universum, die Liebe, Gott oder was auch immer. Es ist uns allen gegeben worden. Und die Quelle hat eine Aufgabe, dir zu dienen. Und sagt, hey, wenn du den Weg gehst mit der Quelle, wie ein Fluss, dann lass dich einfach nur fließen. Lass den Fluss fließen. Er fließt von ganz allein. Und solange du vertraust, dann fließt du mit dem Fluss. Sobald du aber beginnst, nicht mehr zu vertrauen, bist du neben dem Fluss und dann geht man halt einen steinigen Weg. Und was ich verstanden habe, ist, ich glaube an die Quelle. Warum? Es gibt zwei Gründe, warum die Menschen manchmal nicht in die Kraft kommen. Der eine Grund ist, sie haben sich nicht zu 100% für dieses Leben entschieden. Zu sagen, ich habe richtig Bock auf dieses Leben.
Der zweite Grund ist, sie vertrauen der Quelle nicht mehr. Sie haben kein Urvertrauen. Stell dir mal vor, du hättest ab heute Urvertrauen. Egal was dir passiert, egal was im Leben passiert, es wird immer um dich gekümmert. Ich habe zum Beispiel Glaubenssätze wie, alles ist lösbar, mir wird es immer wirklich gut gehen, Geld verdienen ist einfach, meine Arbeit macht mir Spaß, ich kann den Menschen etwas mitgeben, ich kann einen großen Mehrwert mitgeben, ich werde gebraucht, ich darf auch Liebe annehmen, ich darf auch Hilfe annehmen, egal was ist, mir wird es immer gut gehen. Das sind halt meine Glaubenssätze. Ja? Und das glaube ich einfach, weil ich einfach an das Höhere glaube. Und egal was passiert im Leben, ich glaube, dass das Höhere immer einen Weg für uns hat. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, wo du gedacht hast, so geht es nicht weiter. Warum passiert mir das jetzt? Warum muss das jetzt gerade passieren? Und irgendwie ein, zwei, drei Jahre später sagst du, es war alles genau richtig. Weil das Tao besagt, das ist übrigens eine jahrtausendalte Philosophie der Chinesen, ja, die besagt einfach, alles ist dir gegeben, alles ist da und aus dem Tao kommt alles. Die Liebe, das Universum, alles. Und es hat nur einen Sinn, etwas Großes zu schaffen, dich groß zu machen. Du musst nur mit dem Fluss fließen. Lass den Fluss fließen, er fließt von allein. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe viele Jahre mich sehr viel mit beschäftigt über Mindset, Glaubenssätze. Und du merkst vielleicht auch, jetzt verändert sich Energie. Vorher habe ich dir alles erklärt und das geht ein bisschen in den Kopf. Aber wenn man in die Welt des Tao geht, geht man vom Kopf nur noch ins Herz. Man lässt die Dinge nur noch geschehen. Aber das ist noch viel, viel leichter und viel schöner. Aber ich glaube, manchmal braucht man Bewusstsein. In dem Moment, wo ich verstanden habe, dass wir alle gleichwertig sind, dass die Kinder auf diese Welt kommen und alle gleich schön sind und wir alle aus dem Herzen sind, aber dass das Umfeld uns beeinflusst und dass wir Erfahrungen machen und dass wir die Erfahrung bewerten und die ein Gefühl in uns machen. Und wenn dieses Gefühl wie ein Arousal einfach eine Überspannung rausgeht und ich etwas nicht verarbeite und diese emotionalen Schubladen da sind, ich zu dem werde, kann ich gar nicht einen freien Willen haben. Weil wenn ich viele Dinge nicht verarbeitet habe, dann fange ich an, in der Außenwelt mich zu vergleichen, fange an zu bewerten. Und oft fange ich an, es kleiner zu machen, nicht groß zu machen. Und das habe ich losgelassen. Wie viele Jahre Psychotherapie soll ich denn machen oder andere Menschen machen? Ich glaube, es geht alles viel, viel schneller. Man kann sich nämlich entscheiden, jetzt hier in diesem Leben anzukommen. Jetzt sich für dieses Leben zu entscheiden. Leben ist so geil. Leben ist so geil, macht so viel Spaß, macht so viel Freude. Und wenn du dich annimmst und dein Urvertrauen wieder ankoppelst und auf einmal sagst, alles ist möglich, wenn ich heute Ziele klar mache, wenn ich Ergebnisse klar mache, mache ich nur das Ergebnis klar und lass los und lass es geschehen und ich weiß, es kommt zu mir. Ich weiß, es wird für den einen oder anderen zu einfach sein. Aber weil es so einfach ist, ist es für viele so schwer. Und weil es für mich so einfach ist, funktioniert das. Und ich weiß, wenn es für mich funktioniert, funktioniert das auch für dich. Und denke mal dran, Gefühle sind richtig, Emotionen sind auch richtig, die sind nämlich dir gegeben worden, damit du dich ausdrücken kannst in dieser Welt. Wenn wir die nicht hätten, wären wir Spock. Und deine Gedanken sind auch richtig, aber wenn du Gedankenkonstrukte baust, weil du verrückt bist, weil du die Liebe nicht mehr lebst und du irgendwelche Glaubenssätze lebst, die dir nicht gut tun und andere Menschen klein machst, dann ist das nicht cool. Aber wenn du dich davon befreist, ja, und du sagst, hey, ich liebe dieses Leben, die Emotionen kommen zu mir und die benutze ich, um mich auszudrücken und aus meinem Herzen die Dinge zu machen, dann bist du unbesiegbar, ja, dann bist du selbstbestimmt, dann bist du frei. Und diese Freiheit wünsche ich dir. Und ich möchte dir eine Übung mitgeben, die das verdeutlicht. Möchtest du lernen, möchtest du mitnehmen? Ich mache sehr viele Wu-Wei-Übungen. Wu-Wei ist der Fluss des Lebens. Dao ist der Weg und Wu-Wei ist das Tun im Nicht-Tun. Das Handeln im Nicht-Handeln. Wie Dinge einfach gehen können. Wollen wir mal machen? Ja, ich zeige euch das mal. Ich hole mir mal meinen Freund Valentin, der kommt jetzt mal. Du Valentin, komm mal her, ich brauche dich mal. Wir wollen eine Übung machen. Mach mal die Hände so zusammen. Und ich möchte, dass du so ein bisschen das Universum bist. Ja? Meine Aufgabe ist, deine Hände zusammenzuhalten und du drückst diese Hände auseinander.
Okay, er macht mit jemandem so zusammenhalten und er drückt mit Kraft auseinander und ich mache auch mit Kraft. Jetzt guck mal, wenn ich Kraft habe, mehr machen wir alles, ja? Dann fällt es mir schwer, die zusammenzuhalten, weil ich ein Müssen drin habe, ja? Ich muss das tun, es geht nicht anders, ich muss immer aktiv sein. Jetzt verändere ich meine innere Haltung, okay? Mach's nochmal und mach ruhig stärker. Jetzt kann ich mich mit euch unterhalten und der Valentin kann machen, was er will. Es funktioniert nicht. Jetzt können einige von euch sagen, ganz lieben Dank. Einige von euch können sagen, ja, das ist auch abgestimmt und so einfach kann das nicht sein. Ich habe das von Tausenden von Menschen gemacht, ja. Und ich habe das mit ganz vielen Leuten gemacht, die das noch nie gemacht haben und sind verwundert. Das Geheimnis daran ist nämlich, weniger tun ist manchmal mehr. Wenn ich mich mit Valentin verbinde und er zieht und ich will, dass es zusammen bleibt, dann gebe ich ihm und schenke ihm eine Energie, mit der er arbeiten kann und dann kann er etwas auseinanderdrücken. Wenn ich aber sage, es bleibt so, und das ist wichtig, es bleibt so, es gibt gar nichts zu tun und du gibst nur so ein bisschen Druck rein, dann kriegt er auf einmal von mir keine Energie und das Ganze geht ins Leere. Ja, und mach mal diese Übung mit deinem Partner, mit deinem Freund, mit deinem Nachbarn, wen auch immer. Geh so zusammen, mach mal, ich muss, ich will, der andere drückt mit Kraft. Und du machst auch mit Kraft, Kraft um Kraft, ja. Erzeugt meistens sowieso Krieg. Und das zweite Mal sagst du, okay, ich mach mal, was der Dennis sagt. Und sagt, das bleibt so. Und du nimmst dich zurück, du tust nichts. Du gibst nur ganz leichten Druck rein, nur das, was das System braucht. Und sagst, es bleibt so. Und guck mal, was passiert. Und du wirst merken, der andere kriegt die Hände nicht mehr auseinander. Und wenn du das gefühlt und verstanden hast, dann hast du das Prinzip des Taos verstanden. Dann hast du verstanden, dass die ganzen Konstrukte, die wir bauen, uns nur helfen zu überleben. Loslassen ist das bessere Leben. Wenn du Dinge loslässt von, ich glaube, ich bin so, ich glaube, ich kann das nicht, ich glaube, die Welt ist so, was negativ ist, lass das los. Es dient nur einer negativen Energie, wo du viel Kraft und Anstrengung reinmachen musst. Wenn du Dinge glaubst, dass alles möglich ist, ja, dass du großartig bist und genau richtig bist und du einfach ein Grundtonus bist, dann wird es genauso zu dir kommen. Lass den Fluss fließen, er fließt von ganz allein. Lass es dir gut gehen, alles Liebe, vielleicht mal bis bald.